Moin moin, und da sind wir wieder. Weiter geht das Chaos. So. Ja, wenn man das erste Mal macht, ist es wirklich ein bisschen chaotisch. Wenn du es häufiger gemacht hast, dann. Also saß. Ja, man muss erstmal so ein bisschen verstehen, was man hier denn so machen soll. Jo. So, jetzt wieder die Dunstfährt. Jo. Gehen wir zu einem anderen Dunstfährt. So, das, was da unten ist. Ich glaube, den hatten wir nicht. Oh, Batterie, meine Bäcker sind voll. Ich muss mal ein bisschen Zeugs sammeln. Also diese der Boss, der haut öfters auf den Boden, dann kommt so eine Schockwelle. Ich nehme an, dass der Schockwellenerfolg ist dann genau dann, aber du kannst dann nie im Prinzip nichts anderes machen. Boah, kann jemand mal die Feinde killen? Du bist doch ein Krieger. Ja, ich sitze auf meinem Schildkröte, will meine Batterie voll machen. Ja. Nein, 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 du kannst nicht absteigen, die behältst du dann, das Pack. Und du kannst sie auch ohne auf dem Pad rein zu sein Ach so. Geben. Ja. Du hast auch dann leer. So, lass sie kämpfen, komplett aufgeladen, 15-15 hab ich gerade bekommen. So. Jetzt geht der B-Mod mal los und springt mal richtig dahin. Zack. Abgeladen, aufgeladen. Nehme ich denn jetzt gerade keine von den Dingern auf? Weil du schon den hast. Dann. Ach so, stimmt, da ist eine 1 vor der 0. Okay. Ups. So, jetzt. Die Schildkröte ist aber scheiße zum Lenken. Ja. Was mache ich mit diesen Gewehren? 1, 2 und 3. 3 ist der lange Druck da. Der ist am besten, aber auch die eine. Der lädt sich aber auch schneller wieder auf, wenn du dann die anderen verwendest. So. Tempogeschoss, wenn er jetzt. Okay. So, und jetzt wieder Dunst, wenn ich das richtig sehe. So, zwei habe ich schon. Ist ein dritter Dunst? Er sagt hier, irgendwo ist ein dritter Dunst. Das sind alle in der Ecke. Sind die ist egal, welchen habe ich schon. Keine Rolle, du musst sie nicht alle gemacht haben oder so. Mach irgendeinen. Lauscht.
Eine und alle. Das ist aber, die Leute gammeln halt auf den blöden Dinger. Bei uns rum, ne? Ja. Naja, das macht einfach viel zu wenig Schaden. So, wo haben wir denn jetzt mal wieder? Okay, da sind. Ja, Übungssache. Zack. Ich kann auch mal zack, einfach abzuhören für höhere Gewichtigkeit. Das ist. Okay, 10 von 10. Lass die Kämpfe abgeschlossen. 20. Jawohl! Das hat man davon, wenn man sich mit der Bruderschaft anlegt. Eigentlich müsste den Platz runter. Die Scharfschützen da auch einmal erledigen. Lässt sich so scheiße lenken, die Sau. Ist ja auch eine. So, da war's. Ja, einmal müssen wir noch, oder? Ja, ja, einmal noch. Wow. Groß noch gar nicht. Kröte. Ja, die lenkt sich echt gut, die Schildkröte. Ja, und jetzt muss ich überlegen. Ja, Wendekreis. Wir haben mehr. Wir haben
mir so eine enge Passage, da musst du vorstellen, da 50 Leute mit Schildkröten rumfahren. Champions. Ja. Gebiet räumen. Es ist Zeit. Auf mein Zeichen. Bereit. Klopf sie weich. Schildkrötenpilot der Spitzenklasse. Ja, was immer. Au. Jetzt geht's. Danke. Warum? Und dann knallen bitte. Jetzt aber. Wir haben ihn genau. Jetzt kann man Schaden machen. Einfach absteigen, Schaden machen. Na dann. Bei 2%? Das war. Ist gefallen. Fünfmal machen. Fünfmal, ja. Jetzt kannst du hier die Dinger erstmal aufmachen. Die Kiste. Ja, die große Kiste ist. Dann machen wir uns alle den versteckten Abwurf. So, da gehen wir nämlich zum Behemoth drüber. Wo ist der? Da wo er steht. Die wir aufgehauen haben. Genau. Dort einfach in die Mitte rein von unter der Plattform und da ist ein Button, der Kopf tätscheln und den einfach. Schön, sehr schön. Ist ein Button, Kopf tätscheln. Ja. Genau. Oh, und dann habt ihr den auch vor. So, und dann können wir, wenn wir schon hier sind, ich meine, bevor wir auch nochmal das andere machen, erstmal die anderen Sehenswürdigkeiten holen, einmal darunter durch diesen schönen Tunnel. Ihr seht ja auch diese vielen Kisten. Ja. Es sind 35 Kisten, aber ihr könnt nachgucken. Ich habe zum Beispiel jetzt nur 14 Schlüssel. Also ihr könnt da nicht alles holen. Und aber ihr könnt dann die Sehenswürdigkeiten holen. Auf den Atmer. Da braucht man so einen Filter. Achso, bevor wir reingehen, Filter? Nee, jetzt nicht. Es ist alles sauber. Okay. Nein, wenn man diese neuen Waffen haben will, dann muss man so Filter laden. Ja. Was haben wir hier? Das ist so. Zack. Hey, ja, der Kristall. Okay, da kann ich nichts mehr machen. Okay, auch nichts mitmachen, oder? Nee, das ist die alte Kristall. Das kannst du in der Schildkröte zerdeppern. Das sind nämlich die Dinger, die dann die Energie bringen. Du siehst ja, ist ein ziemlich enges Ding und ich muss da 50 Schildkröten vorstellen, die auch rumtrampeln. So, hier, da ist übrigens über uns auch noch eine. Ja, also oben, also da wo der Bohrer ist, da ist oben so eine Plattform, kann man auch hoch. Wie viele werden ich hier aufkriegen? Ja, wie gesagt, es sind 35 und nur. Aber hier gibt es auch eine Sehenswürdigkeit. Am Event ist halt für nur 25 geschenkt. Aber das sind hier also der Ort, der. Wo die anderen Sehenswürdigkeiten sind. Ja.
die ja, siehst du auf der Map. Neu hinzugekommen sind. Ja, witzigerweise wird aber auch eine Wegmarke angezeigt, ne? Ja, es sind auch Wegmarken hier. Eine, ja. Ja, wenn ihr das andere aufdeckt, dann wird auch der Rest angezeigt. Sowieso Passage. Wie gesagt, ihr könnt jetzt ziemlich weit nach unten weiter. Und diese Weg mache ich ein bisschen so unten links bei dem braunen Gebiet. Ich kann keine mehr öffnen. Ich habe eben extra nochmal Schlüssel geholt. Noch vier. Nein, nicht der Käfer. Ich will niemals den Käfer. So, und dann geht's hier immer schön weiter. Ja. Könnt eigentlich auch das meiste auslassen, dann, weil wenn ihr nichts mehr öffnen könnt. Ja, noch kann ich öffnen. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. So viel nix. Hier so nach rechts ein bisschen rum und dann einfach in der Gruppe ganz leicht runter. So, und dann wieder hoch. Hier ist die eine Sehenswürdigkeit. Und da ist übrigens auch etwas Belagerungsansturm, dieses Abenteuer. Das ist mit Schildkröte und da braucht sowohl Pilot als auch Co-Pilot. Mhm. Das können wir irgendwann mal machen. Hey. Ja, irgendwann, weil da gibt es 80 Ziele, die man abschießen muss. Also 10 hat der Pilot. Welche Sehenswürdigkeit haben wir denn noch? Der Schütze hat 70. Und da muss also ich bin Kurs fertig mit, also mit, ich bin mit der Map fertig. Ja, du könnt ja, 4 von 4 und 3 von 3 und 24. Und da seht ihr ja, da ist ja dann das alte Gebiet noch, schon da wo er vorher war. Wo wir zuletzt waren, bevor das dazu kam. Zusammenbruch des Glücks. Da ist irgendwo Metall. Mithril. Dieses Mithril, das ist. Ah, das ist dann quasi jetzt die andere Ecke zu den Tiefen. Das ist der Teil, ja, bis dahin waren wir ja gekommen und da war vorher immer alles dicht. Also, wenn man das Meter macht, man muss so ungefähr eine Stunde kalkulieren für alles. Dann geht es hier schön nach oben. Okay. So, aber man kriegt auch wirklich Fettloot. Kann man nicht. So, die anderen Sachen, Abenteuer, wollt ihr vielleicht ein Jumping Puzzle machen? Nee, wollen wir nicht erstmal ein bisschen weiter die Story machen? Bitte machen wir die Story weiter. Genau. Jumping Puzzle, nee. Die Kissen zu Schumo, um jetzt also Kinder zu finden, die er sucht. So, wo ist der denn? Wo wird das denn angezeigt? In dem grünen Kreis oben. Erstmal müssen wir. So, dann machen wir das oben weiter. Rein. Das sind diese rechtmäßig erworbene Waren. Achso. Ihr müsst immer eine Kiste im Game, dann redet er. Ja. Kann mir keine Kiste nehmen. Warum nicht? Ich muss nur warten. Na los, Schraddel braucht einen Satz neue Stoßdämpfer. Ja, hier, nimm die Kiste jetzt, Mensch. Ja, dann kann ich die Kiste ja nicht abgeben. Ist ein Buggy noch, wa? Ja, es dauert halt, bis die Dialoge fertig sind. Ich habe gar keinen Dialog bekommen. Ich auch nicht. Ich das auch nicht. Schulmu redet manchmal oder manchmal nicht. Hm. Ja, meine Kiste kann nicht. Oder so, nicht mit dir. Ja, der labert einfach nur. Dann habe ich auch keine Person. Ist das noch von unserem Einbruch? Nee. Ich kann dir nichts abgeben. Bei Schulmu.
Ich muss das mit einem grünen Schüssel verwechseln. Ja, ich sehe die grüne Schüssel. Ne, wirklich eine Person sehe ich da nicht, außer Ratten, tote Ratten, die da. Ja, da musst du warten, bis Dialoge weg sind, bis die anderen aufgehört haben und dann. Nee, eigentlich, der steht da. Ist ja, egal, ob die Dialoge sind oder sowas. Er steht da, wirklich. Ja, ich kann es jetzt da nicht zeigen. Aber ich habe wirklich nur hier ein Tellerchen mit Dynamit, was in der Luft schwebt und das Symbol, aber es passiert hier nichts. Und ich kann auch nicht zurückgehen. Du musst ja schwindet dann. Nee, die bleibt schön in meiner Hand. Gut, und wenn ich wenn bei mir steht sprechen, dann stelle ich die Kiste ab, aber da passiert nichts. Und dann drücke ich das G oder F für euch. Warum sollte man es auch mal sprechen mit allen anderen? Wenn man es genau gut in eine verdammte Kiste stopfen kann. Lasst stecken. Ihr dürft es ja ausleihen. Ich gehe hier mal raus. Wir haben sowieso gerade 20 Minuten und kommen nochmal nur rein. Genau, logisch. Wir sehen uns gleich wieder. Warte, aber das muss schnell gehen. Wenn wir gleich nach Echowald reisen, müssten wir sie erwischen. Achso, ich lasse noch kurz laufen. Ne, jetzt mache ich auch raus, weil Rama gerade geschnackt hat.